Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute habe ich wieder einen Gast. Also ich glaube, das ist 3 Wochen hintereinander. Nee, einmal haben wir nicht, aber einmal haben wir keinen Gast gehabt. Ne? Einmal haben wir das mit dem Spargelvideo gemacht. Genau, richtig. Aber heute habe ich wieder einen Gast und zwar einen langjährigen Mitarbeiter von uns, nämlich den André. Und der André möchte gerne Scholle machen. Ja, Scholle ist schon da. Zutaten, was auch immer er kochen möchte, sind auch da. Jetzt fehlt nur noch der André. Ja, den sehen wir gleich nach dem Intro. Das ist der André, herzlich willkommen. Der André ist unser Junior-Sous-Chef und kümmert sich quasi um sämtliche operativen Belange in der Küche, falls was ansteht. Und der André macht uns heute Fisch, also Scholle, hat er sich ausgedacht. Und ich sehe da Kartoffeln, ich sehe Salat und Zitrone. Eine Sache noch, du bist schon sehr lange bei uns. Wie lange bist du jetzt genau bei uns? Ich weiß, 2008, glaube ich. Ne? Nee, 2007 Mai. Ah, Mai 2007. Ja. Ah ja, genau, richtig. Ja, der André hat mich auch begleitet hoch zum Rimberg und ist da noch ein paar Jahre auch noch gewesen. Und ist dann aber wieder zu uns hier unten in die Küche Yamata wieder zurückgekommen. Ja, und... Ja. Kocht heute für uns. Und ich gehe jetzt einfach mal einen Schritt zur Seite beobachte dich. Und wie gesagt, also wenn ich irgendwas machen soll, ne, irgendwie Kartoffeln schälen oder so, ne, das kann ich. Ja, alles klar. Also ich habe mir heute überlegt, wie der Stefan schon gesagt hat, wir machen Scholle, einfach mit Salzkartoffeln dabei und einen bunten Salat mit einem Süßrahmdressing. Zutaten stehen schon hier. Wir räumen es aber ein bisschen auseinander. Magst du gerne Scholle, André? Tatsächlich ist das einer von den wenigen Fischen, die ich gerne esse, ja. Okay. Also ich bin jetzt nicht so komplett der Fischfan, aber Scholle, das so mit Salzkartoffeln, wie es früher auch bei Oma gab, finde ich eigentlich ganz cool. Okay. So, die Scholle, die wir bekommen haben, die ist schon küchenfertig, so nennt sich das. Der ist schon im Großen und Ganzen ausgenommen und der Kopf ist schon abgetrennt. Ein bisschen bleibt immer noch zurück. Das müssen wir gleich einmal dann vernünftig nochmal säubern, hier oben einschneiden, dass wir alles rausbekommen. Das ist zwar dann ein bisschen, ich sag mal, die nicht so schöne Arbeit dabei, aber das hinter auf dem Teller zu haben, ist unschöner, sag ich mal. Früher musste man die noch ganz ausnehmen, ne? Genau, richtig. Da kamen die nicht ausgenommen und das übernehmen jetzt ja Gott sei Dank die Märkte und... Ist ja auch natürlich eine Zeitersparnis für uns. Ja, es ist vor allem, was machst du damit, ne? Ja. Das ist ja so, du zahlst es ja erstmal mit, ne? Das gehört ja... So, ist ja so wie Knochen, ne? Knochen zahlst du ja beim Fleisch auch mit, wenn du mit Knochen kaufst. Das ist ja das Einzige, das Gute daran ist, bei ganzen Fischen auch mit, einmal, ich finde es optisch sehr schön, auch für den Teller. Und natürlich auch, wenn man die komplett zerlegt, dass wir dann auch die Karkassen haben und auch die Abschnitte, damit wir unseren Fischfang auch ansetzen können, für die Soßen, die wir brauchen. Für manche aber heute brauchen wir keine Soße. Nein, heute nicht. Ja, also was er damit sagen will, ist, wenn man einen Fisch kauft im Ganzen, dann wird... Und der wird filetiert, dann nimmt man die Knochen etc. nimmt man noch her, um daraus einen Fond zu kochen, ja, oder eine Soße zu kochen. Und was übrigens nicht geht, ist Knochen vom Lachs, also von Fettfischen im Allgemeinen. Ne? Nee, das ist... Haben wir schon ausprobiert? Ja, schmeckt sehr tranig, ist nicht so lecker. Geht gar nicht, nein, schmeckt nicht. Absolut nicht. Also, wenn wir das jetzt uns hier nochmal anschauen. Was wir schon alles ausprobiert haben. Ja, das stimmt, schon einiges. Hier oben sieht man, glaube ich, jetzt ganz gut, wo es dunkel ist. Da schneide ich jetzt einmal die dünne Haut ein. Das war es eigentlich auch schon jetzt bei dem Fisch, wie wir den bekommen haben. Und das werde ich gleich unter fließendem Wasser einfach schön sauber komplett ausspülen. Isst du die Haut bei der Scholle immer mit? Ja. Ja, ich bin jetzt nicht so der Freund von. Ja, also wie gesagt, bei der Scholle kann man das, man brät die im Ganzen und die Besonderheit ist, es sind keine Schuppen dran. Ja? Also das heißt, man kann die Haut einfach so mitessen, ohne dass man den vorher entschuppen muss. Bei einem Lachs oder bei einer Dorade oder bei anderen Fischen kann das schon mal sein, dass da, also nicht kann sein, sondern die müssen geschuppt werden, bevor die halt mit der Haut serviert werden. Ja, und das ist bei der Scholle halt nicht so. Die Scholle ist ein sehr dankbarer Fisch bei sowas. Kommt tatsächlich sogar häufig, nicht nur häufig, sondern in der Regel hier, wenn wir sie hier kaufen, aus deutschen Gewässern. Und ja, ist ein einfacher, wirklich leckerer Fisch. Kann man nicht anders sagen. Ja, und jetzt... es gibt da noch so klassische Garnituren, Finkenwerder Art mit Speck und Zwiebeln. Und die Scholle verträgt das. Ne? Das ist ein dankbarer Fisch, die kann das wirklich gut vertragen. Ja.
So, ich habe jetzt die Scholle ausgewaschen und auch von außen einmal abgesäubert, weil es ist immer so bei der Scholle, umso frischer sie ist, umso mehr Schleim hat sie auch, weil es ist ja, wie der Stefan schon gesagt hat, kein Schuppenfisch. Und von innen auch einmal komplett sauber gemacht. Sieht man jetzt, das Dunkle hier oben ist weg und so sollte sie dann aussehen. Und so ist sie dann auch jetzt gleich bereit zum Würzen, Melieren, aber das zeige ich euch gleich alles für die Pfanne dann. Kann man erkennen, woran ist der Fisch? Ich meine, das haben wir schon 100.000 Mal, glaube ich, gehört. Ne? Woran erkennt man, dass der Fisch frisch ist? Okay, ja gut. Ne? Jetzt so? Ist es natürlich, für sowas zu zeigen. Weil es fehlen zwei wichtige Sachen. Genau, richtig. Und zwar die Augen fehlen und auch die Kiemen, die fehlen. Weil ja der Kopf schon abgeschnitten ist. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, wenn der Fisch küchenfertig ist. Normalerweise ist ja hier noch der Kopf dran. Man geht an die Kiemen, man guckt sich die an, wenn sie schön... ja, ich würde schon fast sagen, blutrot sind. Genau, richtig. Dann ist rot. Es ein sehr, sehr frischer Fisch. Die Augen müssen klar sein. Sobald die trübe werden, weiß man schon, der Fisch ist nicht so gut oder nicht mehr so frisch, sage ich mal. Und ganz klar auch über den Geruch. Das kann man jetzt hier auch testen. Einfach da, wo er abgeschnitten ist, aber dran riechen und der riecht Bombe. Also der ist genauso, wie er sein soll. Und auch an der Konsistenz vom Fleisch. Wenn man jetzt vom Fischfilet halt, wenn man einmal drauf drückt, man sollte eigentlich ganz gut sehen können, dass das Fleisch mit der Haut sofort wieder hochkommt. Bei einem, ich sage jetzt mal, sehr lange gelagerten Fisch ist es so, dass dann da, wo der Druckpunkt ist, eine Mulde bleibt. Und daran erkennt man eigentlich, dass er dann auch nicht mehr so frisch ist oder man ihn vielleicht dann auch nicht annehmen sollte, jetzt in unserem Fall, oder kaufen sollte, wenn ihr den holt. Ja. Und jetzt würde ich... Sag, was ich machen soll. Soll ich... Ich würde sagen, wir bereiten jetzt die Sachen fürs Dressing vor. Ja. Einfach ganz normalen Rahmendressing. Ganz einfach, ganz simpel, wenig Zutaten, aber sehr lecker. Den stelle ich nochmal kurz kalt. Kartoffeln sind schon aufgesetzt. Ganz normal auch mit Salzwasser, wie man das kennt von zu Hause. Und parallel werden wir dann gleich den Fisch in die Pfanne hauen, wenn das Dressing fertig ist. Ja, dann fangen wir mal an. Wie gesagt, es wird ein ganz einfaches, simples Dressing. Ich habe hier ein bisschen Joghurt. Dann nehme ich erstmal, da wir jetzt eine kleine Portion kochen, beziehungsweise maximal zwei, weil wir zwei Schollen haben, reicht da wirklich anderthalb Esslöffel von dem Joghurt. Dann mache ich ein bisschen Salz mit rein. Ich taste mich da mal vorsichtig dran. Ein bisschen aus der Übung. Ein bisschen aus der Übung, ganz genau. Ich mache ein bisschen gemahlenen weißen Pfeffer dran. Finde ich schöner, als wenn man das jetzt aus der Mühle nimmt und dann die groben Stücke damit am Salat hat. Zucker. Auch ein bisschen mit Bedacht bei der kleinen Menge. Und eine Zitrone. Da brauchen wir nämlich den Saft von. Moment. Was ihr auch machen könnt, ist, wenn ihr eine Orange zu Hause habt, das auch mit einer Orange machen. Ich mag es lieber mit einer Zitrone, da wir auch gleich bei dem Fisch mit Zitrone arbeiten. Ich finde, das passt immer ganz gut zusammen. Wie ist das bei dir mit Sushi? Magst du Sushi? Roher Fisch? Ich habe mal Sushi probiert tatsächlich. Ja. Das war also aber ihn nicht selber zu machen oder ihn zu essen? Sowohl als auch. Ich habe ihn auch gegessen. Probiert haben wir alles. Also ja, alles, was der Andrew und ich vorgesetzt bekommen haben, haben wir tatsächlich probiert. Wir haben sogar Surströmming probiert. Ja, das war auch sehr spannend. Gibt es auch Videos zu, aber... Die sind mehr betriebsintern. Ja. So, ja nee, ich hatte das probiert, das war aber nicht so lecker. Aber ich würde gerne mal in einem richtigen Sushi-Laden... Also Respekt vor der Arbeit. Wirklich dieser, fertig ja, gemacht bekommt. Aber ich... Also roher Fisch, oder? Habe ich keinen... Nein, Angst also, vor. Aber ich meine, das schmeckt doch nach nichts. Ja gut, die machen ja viel mit den Komponenten, die dabei kommen. Ja, das ist schon klar. Ja. Ne? Also die ganzen Soßen und so weiter, ne? Und dann diese aromatisierte Reis und so. Also allerhöchsten Respekt vor den Leuten, die das können. Aber ja. Ja, das ist schon... Also das regelmäßig zu machen, wäre jetzt auch nicht meins. Ich muss es mir jetzt auch nicht auf Krampf holen ja, oder es besorgen. Es gibt ja so viele Leute, die ja, ja, schwören, die stehen dass da voll so, drauf. Oh, Sushi, ne? Ja, das und stimmt. Da bin ich nicht einer von. Das ist nicht mein. Also ich habe mal tatsächlich in einem wirklich guten Sushi-Restaurant gegessen. Ich habe das auch bekommen, aber ich muss ehrlich sein, das hat mir jetzt nicht so viel gegeben. Nee? Ich weiß, weil also das Sushi auch immer teuer ist, gutes Sushi. Es war exorbitant teuer, aber ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich fand das gar nicht so lecker. Also nicht so, dass ich sage so, oh mein Gott, ich brauche das jedes Mal. Ich habe, wie gesagt, schon viel roh auch probiert. Auch ja, nicht, auch nicht Fischsachen, aber... Ja, das machen wir ja alleine, weil wir es müssen. Ja. Ne? Aber
Also mir hat das jetzt nicht so viel gegeben, ja, muss ich das sagen. Stimmt. Wie gesagt, die ich probiert hatte, die waren auch. Aber ich fand das beeindruckend, wie er das alles so gemacht hat und so, ne? Und auch den Fisch schneiden und so. Das fand ich alles äußerst. Das gehört ja alles dazu. Das gehört ja zur Show dazu. Ja, wobei tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie lange machen die eine Ausbildung? 6 Jahre oder was? 6 oder 7 Jahre. 6 oder 7 Jahre, ja, das ist schon. Das stimmt. Respekt. So, hier jetzt nochmal schnell über den Dressing. Man hört das jetzt, wenn man zum Beispiel in der Glasschüssel das zubereitet oder auch in der Metallschüssel. Es hat auch aufgehört zu knirschen, das merkt man auch am Schneebesen. Dann weiß man, Salz, Zucker, das ist alles aufgelöst. Das hat sich alles gut verteilt. Und später werden wir dann, wenn wir zum Anrichten kommen, werden wir einfach den Salat mit reingeben, locker durchmengen. Und dann ist das genau die Menge, die wir auch für den Salat brauchen. Man hat keine Reste, man hat keine Abfälle, man macht das sofort in die Schüssel rein. Und dann geht das genau auf und dann passt das auch. Das stellen wir jetzt erstmal noch zur Seite. Wir haben jetzt die Scholle vorbereitet. Dressing ist fertig. Ich habe gerade noch ein Paradieschen geschnitten. Gleich noch für den Salat. Und jetzt bereiten wir den Fisch vor, damit wir ihn auch direkt in die Pfanne legen können. Für zu Hause ist eigentlich ein ganz guter Tipp. Hier sieht man einmal, das sieht aus wie ein Strich auf der Haut. Hier würde ich die Scholle jetzt einmal bis zur Mittelgräte einschneiden. Weil wie man sieht, ist sie ja hier oben ein bisschen dicker als hier hinten an der Schwanzflosse. Und da läuft man dann in Gefahr, dass es vorne noch schön saftig ist und hinten sehr trocken wird. Und wenn es eingeschnitten ist, das kann man jetzt auch gleich gut sehen, dann wird die Hitze am Schnitt schön am Filet dran vorbei auf die Gräte gehen. Und die Gräte leitet das dann quasi ein bisschen noch mit in den Fisch rein. Und so gart er dann halt gleichmäßiger. Das machen wir von beiden Seiten. Mehl, Salz. Erst würzen bitte und Zitrone dran und dann melieren. Warum Zitrone? Ich finde es vom Geschmack her sehr schön, dass das durch die Säure halt einfach tatsächlich. Kann man machen, muss man nicht. Genau, weil der Fisch ist ja frisch, ne? Genau, ich glaube, wenn ich jetzt was Falsches sage, musst du mich korrigieren. Ich meine, das kommt halt tatsächlich von früher, das ist von ganz früher wegen den Kühlketten war das ja nicht so ganz, wie genau. Es heutzutage ist. Richtig. Und dadurch hat man dann den, ich nenne es jetzt mal, den muffigen Geschmack ein bisschen überdeckt. Säubern, säuern, salzen. Genau. Ne? Genau. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein gelernter Geschmack heute mittlerweile. Ja. Ne? Und das ist wirklich das, wo wir dann sagen, da fehlt was. Richtig. Genau. Also, das ist jetzt echt ein doofer Vergleich, ne? Aber das ist so wie Maggi an der Suppe. Ja. Das braucht kein Mensch. Also, Entschuldigung, ja, also nichts gegen das Maggi-Werk, um Himmels Willen, ja. Allerhöchsten Respekt vor der geschäftlichen Leistung und so. Aber der Geschmack dieses Maggi-Gewürzes, der ist gelernt. Also, das heißt, die Leute haben sich irgendwann mal an diesen Geschmack gewöhnt und verlangen den dann auch. Ne? Also, mittlerweile jetzt nicht mehr. Aber man kann das halt auch durch Liebstöckel erreichen. Ne? Also ja, das stimmt. In der Suppe. So. Ja, man nennt es ja auch Maggi-Kraut. Ja, man nennt es Maggi-Kraut, genau, richtig. Also ich wälze den Fisch jetzt, ne, von beiden Seiten in Mehl. Dann gleich noch schön abklopfen, sonst hat man so eine Pfannkuchenpanade, sag ich mal. Panierung. Ja, und dann würde ich sagen, geht jetzt der erste los, ne? Schon in die Pfanne. Ja. In die Pfanne ein großes Stück Butter, ne? Sagtest du, André? Genau, damit wir auch genug Fett haben, um den Fisch dann auch vernünftig zu braten. Genau. Achtet darauf, dass die Butter nicht zu heiß wird, ne? Ja, weil wenn zu braun, dann kommt schwarz und dann ist es nicht mehr lecker. Dann ist es nicht lecker. Genau. Überhaupt nicht. Dann lieber auf niedriger Hitze dann langsam gar ziehen lassen. Wir haben tatsächlich gerade überlegt, wobei meine Mutter ist auch da, du kannst Fisch filetieren, ne? Und zwar... Ja, um eine Scholle. Oh ja. Gut, dann macht Mama gleich die Scholle. Muss ich das nicht machen? Wenn das für dich okay ist. Ja, also Entschuldigung, ich habe das jetzt einfach gesagt. Also was an Tischarbeiten angeht, bin ich nicht so drin, sage ich mal. Ich kann ein paar Sachen, aber gewiss nicht alles. Also wir haben gerade gesagt, ich wollte ihn jetzt komplett in Butter braten, weil ich das schöner finde. André wollte den in Öl braten, weil er Angst hatte oder weil er Bedenken hatte, dass die Butter verbrennt. Aber wir machen den ja nicht so heiß, also wir garen den langsam. Ne? Ja.
Okay. Ja, wenn es dann tatsächlich schneller gehen muss oder sollte, dann finde ich halt Öl ein bisschen besser und dann kann man hinterher noch ein, zwei Flocken Butter dazugeben. Ja, dann schäumt das auch nochmal schön auf und kann das dann über den Fisch drüber laufen lassen, gleich dann noch mit Löffeln. Also wenn man sich da ein bisschen mehr Zeit lässt, was ja durchaus okay ist für zu Hause, dann kann man das auch ganz komplett mit normalen frischer Butter machen. Okay, jetzt drehen wir den Fisch. Oh, das ist immer ein bisschen tricky bei ganzen Fischen. Na? Also es ist wirklich, es ist wichtig, wer das Video mit dem Spargel und dem Steak gesehen hat, hier gilt genau das Gleiche, ne? Also lasst euch bitte Zeit dabei, ja? Das ist jetzt überhaupt gar nicht, ihr müsst euch da jetzt nicht beeilen, ne? Sondern der Fisch braucht Zeit, ihr habt die Salzkartoffeln sind fertig, der Salat ist fertig, das Dressing ist fertig, ihr könnt euch hier komplett drauf konzentrieren, ne? Und wenn ihr euch unsicher seid, gleich beim Filetieren sieht man, ob der Fisch gut gebraten ist. Und selbst wenn er noch nicht ganz durch ist, dann lasst ihn einfach noch mal ein bisschen hier bei kleiner Flamme so ein bisschen ziehen. Und das ist jetzt hier wirklich kein Hexenwerk. Das ist, ein rustikales Gericht. Und ja, also auch die Butter, ne, die ist jetzt schön braun und ist dabei noch nicht, ist nicht verbrannt, weil wir einfach mit der Hitze nicht hochgehen. Das wäre jetzt schon so per Definition die sogenannte Nussbutter. Ne? Also nussbraun, nussig im Geschmack. Ja. Wir lassen es jetzt liegen. André, willst du da einmal gucken, ob du das so... Ich habe jetzt einfach gemacht. Ja. Entschuldige. Du bist einfach weggelaufen. Dann habe ich mir gedacht... Ich habe schon mal ein paar Teller gemacht. Ja? Bist du damit so einverstanden? Optisch auf jeden Fall, ja. Was willst du denn jetzt? Ich würde jetzt natürlich einmal schauen. Hier, wo wir den Schnitt gemacht haben, das ist natürlich ziemlich einfach jetzt, wenn man da jetzt reingeht und sich das schon ganz leicht anlösen lässt. Das kann man jetzt hier vielleicht ein bisschen sehen, dass sich das anhebt. Da weiß man, man ist schon auf dem guten Weg, dass es gar wird. Aber der braucht noch einen kleinen Moment. Ist noch ein bisschen zu fest. So, nach dem Wenden ist es auch sehr hilfreich, wenn man die Pfanne ein bisschen streichelt. Dann sammelt sich unten die Butter. Und man lässt es dann nochmal mit einem Löffel einfach über den Fisch drüber laufen. Das hilft insofern, einmal den Garprozess nochmal zu unterstützen, dass wir auch von oben nochmal mit dem heißen Fett garen. Und auch natürlich, damit das schön knusprig wird und auch bleibt. So, die erste ist fertig. Die nehmen wir jetzt einmal vorsichtig raus. In der Hoffnung, dass sie nicht kaputt geht. So. Dann legen wir die einmal hier rüber. Und bauen schon mal alles auf, um sie auseinanderzunehmen, zum Filetieren. So, wir fangen jetzt schon mal an anzurichten. Wie schon vorhin gesagt, haben wir ja hier das Dressing drin. Passend für den Salat. Den nehmen wir jetzt einfach mit einer Schüssel hier den Salat. Geschnittene Radieschen noch mit dazu. So, dann wird das einfach ganz locker vermengt. Dann sieht man auch schon schön, dass der Salat das mit dem Rahmdressing komplett aufnimmt. Und dann werde ich den jetzt schon mal auf den Teller setzen. Und jetzt kommt dann noch einmal die Scholle dazu. Und das wird dann die Frau Schnieder jetzt übernehmen. Okay. Für die meisten ist ein Fisch auf der Gräte gebraten ein großes Problem, ihn auseinanderzunehmen. Ist aber nicht, wenn man den Aufbau eines Fisches kennt. Der äußere Grätensaum verhilft der Scholle und auch anderen Plattfischen zu schwimmen. Die mittlere Gräte bleibt beim Schwimmen des Fisches immer starr. Heißt also, nur das Äußere bewegt sich. Das Äußere müssen wir dann einfach vom Fisch trennen. Ganz schön zu sehen hier der äußere Saum, der ganz einfach sich abschieben lässt. Keine Angst, seien Sie da ruhig etwas großzügiger als zu kleinlich. Auf der anderen Seite dasselbe in grün. Dann einmal mit dem Fischmesser an der Mittelgräte entlang.
unter das obere Filet. Das obere Filet runternehmen. Da kann man noch sehen, dass da noch ein bisschen was dran ist. Auf der anderen Seite das Gleiche. Nun kann man unter die Mittelgräte gehen. Die Mittelgräte hochheben. Das untere Filet löst sich manchmal nicht ganz freiwillig von der Gräte. Das packen wir auch noch ein bisschen an die Seite. Innereien nehmen wir auch daraus. Gehen dann darunter, setzen das untere Filet auf den Teller. Damit das Ganze optisch wieder ganz aussieht, setzen wir das obere Filet wieder da drauf. Wir haben jetzt drüben den Salat und die Scholle auf dem Teller. Da fehlen natürlich noch die Kartoffeln. Die sind jetzt einfach ganz normal abgekocht, wieder in den Topf gelegt, also abgegossen in den Topf gelegt. Da mache ich jetzt ein bisschen Butter dran und frische Petersilie. Dann werde ich das jetzt einmal durchrühren und dann wird das auch mit drüben angerichtet. Wer mag, und dann wünsche ich guten Appetit. Ich danke dir, André. Ich danke Mama, könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, steht aber dahinter auf jeden Fall. Okay, ich finde, das sieht schon ziemlich gut aus. Also ich habe auch gerade das Dressing probiert, als du nicht hingeguckt hast. Ich finde es sehr lecker. Und vor allem ist es sehr, sehr einfach gemacht. Und ja, vielen Dank für das Gericht. Und dann wünsche ich einen guten Appetit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.